Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir machen heute mit dem Deutschunterricht für die 8. Klasse weiter. Neulich haben wir mit dem fünften Thema angefangen. Wir haben die zwei Aufgaben dieses Themas schon behandelt. Und jetzt kommen wir zu der neuen Aufgabe. Und das ist halt die Unterrichtseinheit, das Gästebuch von Sportlern. Mit dieser Folie möchte ich euch vorstellen, was wir heute alles lernen werden. Wir lernen heute, unsere Meinung zu begründen. Und was die Grammatik angeht, würden wir uns heute etwas mehr mit den kausalen Nebensätzen oder mit den Weil-Nebensätzen befassen. Was braucht ihr für die heutige Videolektion? Für die heutige Videolektion braucht ihr eure Bücher und eure Hefte. Ganz am Anfang öffnet die Bücher auf Seite 39 und wir steigen damit sofort mit der Aufgabe ein. Das Gästebuch von Sportlern. Lest den Text auf Seite 39 in euren Kursbüchern. Also, es geht um einen sehr interessanten Blog, wo die Teenager Kommentare für ihre Lieblingssportler hinterlassen. In diesem Blog haben drei Teenager schon Kommentare für ihre Lieblingssportler hinterlassen. Und zwar Leon aus Filderstadt sagt: Hey, so cool, ihr habt das Spiel am Sonntag in Berlin gewonnen. Dein Tor zum 3:1 war super. Danke. Bleib noch lange hier und schieß so viele Tore wie bisher. Ich bin ein großer Fan von dir, weil du nett und sympathisch bist. Viel Erfolg, Leon, 14. Also Leon hat einen Kommentar seinem Lieblingssportler hinterlassen. Auch Eva aus Heidelberg hat einen Kommentar für ihre Lieblingssportlerin hinterlassen. Was schreibt Eva? Hallo, ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Zweimal Gold bei Olympia. Das war echt super. Ich sehe alle Wettkämpfe im Fernsehen, weil ich selbst auch schwimme. Ich trainiere beim Schwimmverein, beim Schwimmclub Heidelberg. Ich habe ein Autogramm von Ihnen. Ich bin jetzt so glücklich. Vielen, vielen Dank. Machen Sie einfach so weiter. Van Eva aus Heidelberg. Das ist auch der Kommentar von Eva. Sie hat ihrer Lieblingssportlerin einen Kommentar hinterlassen. Und wir lesen jetzt den letzten Kommentar. Der kommt von Betty aus Oldenburg. Wem schreibt Betty? Lieber, du bist der Beste, du bist der Größte, du hast es geschafft, du spielst so gut Basketball wie kein anderer. Ich will nach Dallas fahren, weil du dort lebst und trainierst. Ich trainiere jeden Tag. Ich mag Basketball so gern. Jetzt bin ich schon ganz gut, sagt mein Trainer, aber leider bin ich ziemlich klein. Betty, dein kleiner großer Fan aus Oldenburg. Das sind die Kommentare von den drei Teenagern. Überlegt euch bitte, wem schreiben die Teenager? Also wie heißen die Sportler, denen die Teenager Kommentare hinterlassen haben? Wie heißen die Sportler, denen die Teenager Kommentare hinterlassen haben? Was meint ihr? Ihr könnt euch an diesen Fotos erinnern. Das sind die Fotos aus unserer ersten Aufgabe, mit der wir vor 2 Stunden befasst haben. Nun, lest mal bitte den Text noch einmal, lest mal bitte die Kommentare noch einmal und versucht, die folgenden Fragen zu beantworten. Warum ist Leon ein Fan von Mario Gomez? Warum sieht Eva alle Wettkämpfe im Fernsehen? Warum ist Eva jetzt so glücklich? Warum will Betty nach Dallas fahren? Warum trainiert Betty jeden Tag? Damit ihr diese Fragen beantworten könnt, müsst ihr den Text ganz genau verstehen. Und ich gebe euch auch einen kleinen Rat, einen kleinen Tipp. Du kannst die Antworten im Text finden. Du kannst die Antworten im Text finden. Und
Wenn ihr die Antworten schon im Text findet, dann schreibt bitte in eure Hefte. Zum Beispiel, warum ist Leo ein Fan von Mario Gomez? Warum ist Leo ein Fan von Mario Gomez? Er ist nett und sympathisch. Die Antwort der Frage steht im Text. Ich habe diese Antwort im Text gefunden. Und somit kommen wir zu dem Ziel für die heutige Videostunde. Unser Ziel, unser grammatikalisches Ziel, sind die kausalen Nebensätze, die wir mit dem Subjunktor, mit der Subjunktion weil verbinden. Sova дојдовме до граматичката наставна цел за овој час, а тоа се причинските зависно сложени реченици кои што ги поврзуваме со сврзникот, со субјункторот while. Damit ich euch die While-Nebensätze erklären kann, müsst ihr euch Bescheid geben, dass ein While-Satz immer als Antwort der Frage warum vorkommt. За да можам да ви ги објаснам причинските зависно сложени реченици, морам да ви појаснам дека една причинска зависно сложена реченица се појавува во контекстот секогаш како одговор на прашањето «Варум?». Бајшпил. Леон е фан фон Марио. Леон е фан на Марио. Варум? Зошто? Марио е нет и симпатиш. Mario ist ljubezen und sympathischen. Wir können diese zwei Sätze in einem komplexeren Nebensatz zusammensetzen. Možemo ove dve rečenice da gi povrzime vo jedna pokompleksna zavisno složena rečenica, indem wir den Subjunktor weil verwenden werden. Tako što ke go upotrebime subjunktorot, svrznikot weil. Zato što или бидејќи. Како ќе го направиме тоа? Многу едноставно. Леон е ein Fan von Mario. Првата реченица комплетно ја препишуваме. Леон е ein Fan von Mario. Weil, затоа што, во втората реченица, само глаголот, наместо на второ место, го преместуваме да стои на крајот. Леон е ein Fan von Mario. Weil Mario nett und sympathisch ist. Во зависно сложените реченици, глаголот секогаш е фиксиран, позициониран на крајот од реченицата. Noch ein Beispiel habe ich für euch entworfen, und zwar: Eva sieht alle Wettkämpfe im Fernsehen. Warum? Sie schwimmt selbst. Eva sieht alle Wettkämpfe im Fernsehen. Eva ги гледа сите надпревари на телевизија. Warum? Зошто? Sie schwimmt selbst. Lass uns jetzt diese zwei Sätze in einem komplexeren Kausalnebensatz zusammensetzen. Eva sieht alle Wettkämpfe im Fernsehen, weil sie selbst schwimmt. Забележувате дека глаголот schwimmt, наместо да стои на второ место, сега веќе стои на крај. Die nächste Aufgabe verlangt von uns, etwas in unseren Heften zu schreiben. Fan sein oder nicht, bildet Sätze mit weil. Четвртата задача бара од нас да напишеме реченици со weil. Fan sein oder nicht. Also, von wem seid ihr Fans oder keine Fans? Na kogo ste fanovi ili ne ste fanovi? Ili zošto? In dem Kasten von Aufgabe, in der Aufgabe 4, in dem Kasten gibt es viele Redewendungen. Also in dem Kasten sind viele Redewendungen angegeben. Lass uns zuerst die Redewendungen, die ausdrücken, die Phrasen erklären. Hat viel Erfolg, immer успех, verdient viel Geld, заработува пари, kommt aus, доаѓа од, ist ein Angeber, е фалбаџија, gewinnt fast immer, победува скоро секогаш,
Ich mache auch Iyase Baba Mistotaka. Die Interviews sind gut. Interviewer se dobri. Ist arrogant, bekannt, etc. 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 Schreibt Beispiele mit diesen Redewendungen, mit diesen Fragen, wie ich für euch im Beispiel geschrieben habe. Napišete rečenici kako što ja zvijek napišem vo primjer. Ich bin ein Fan von Kirill Lazarov, weil er witzig ist. Oder ich bin kein Fan von Rammstein, weil sie arrogant sind, beispielsweise. Und letztendlich kommen wir zu der nächsten Folie von dieser Videopräsentation. Das ist die Hausaufgabe. Als Hausaufgabe habe ich für euch eine Aufgabe, eine interaktive Aufgabe im Learning Apps erstellt. Scannt bitte den QR-Code anbei und versucht, die Aufgabe zu lösen. Und heute bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen und wir hören uns mal wieder. Bleibt bitte zu Hause und bleibt vernünftig. Vielen Dank. Tschüss.